Telegram-CEO Pavel Durov meldet sich erstmals seit seiner Festnahme zu Wort. Durov teilt dabei gegen Frankreich aus. In einem Telegram-Post äußert er seine Gedanken zu den Vorwürfen gegen ihn. Die Behauptungen, dass Telegram ein anarchistisches Paradies sei, sind absolut unwahr, so Durov. Wir entfernen täglich Millionen von schädlichen Beiträgen und Channels, betont er. Er gibt zu, dass die Moderation bei einer schnell wachsenden Plattform schwierig ist und verbessert werden muss. Durov warnt, kein Innovator wird neue Sachen bauen, wenn er persönlich für Missbrauch verantwortlich gemacht wird. Die französischen Behörden werfen ihm mangelnde Kooperation und Mittäterschaft an verschiedenen Verbrechen vor. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.